Dave, wieder eine sehr, sehr knappe Partie. Wieder ist der Goalie, du der Man of the Match des Spiels. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie du siehst, knapp. Ich glaube, wir haben im ersten Drittel haben wir noch ein kleines Larifari von Salzburg-Spiel mitgenommen. Aber ich glaube, umso länger das Spiel gegangen ist, sind wir immer besser reingekommen. Ich finde, ab der Hälfte ungefähr haben wir dann auch Chancen kreieren können. Und im dritten Drittel finde ich dann, dass wir das Spiel eigentlich übernommen haben. Nur die zwingenden Torchancen sind leider nicht gekommen. Ein schönes Tor von Hörnig, wo es nochmal das Spiel knapp gemacht hat. Und ja, leider haben wir am Schluss nicht das nötige Glück gehabt. Du hast gesagt, man hat bis zur Spielmitte nicht so viele Chancen kreieren können. Trotzdem waren zwei sehr gute dabei, wo man das leere Tor nicht getroffen hat. Was fehlt aktuell, dass man einfach die Scheibe ins Tor bringt? Ja, einmal, der Orin hat das leere Tor. Er probiert es hundertprozentig zu meinen Schüssen. Es macht keiner extra. Ja, ich als Tormann ist schwer. Im Landhockey, wenn ich draußen spiele, ich glaube, das Beste ist immer einfach mal die Augen zu machen und einfach draufhauen. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, man hat gesehen, wenn wir die Scheibe aufgebracht haben zu den Verteidiger, Schuss durchgebracht haben, es ist immer klar, was passiert dann. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir weitermachen müssen. Und irgendwann kommt das Glück wieder auf unsere Seite, wenn wir hart vor dem Tor arbeiten und dann fallen die einfach irgendwann rein. Wird das jetzt so die Devise sein fürs morgige Spiel gegen Villach, dass man einfach weiter Scheiben aufs Tor bringt, die Energie hochhält und dann hoffentlich gewinnt? Ja, natürlich. Müssen wieder probieren, alles aufs Tor bringen. So viele Leute, wie es nur geht, fahren Tormann, aber dass wir mal die Garbage Goals schießen können. Und ja, ich glaube, wenn wir so weiterspielen machen, wie wir jetzt im dritten Drittel gespielt haben, glaube ich, dass es ein sehr positives Spiel für uns geben wird. Danke.